Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Update-Blog zu aktuellen Problemen. Hashtag 2. Das war jetzt ein wenig holprig, aber gut. Es ist quasi ein neuer Dev-Blog zu dem aktuellen Stand und dem zukünftigen Stand. Davon habe ich schon mal einen, also von diesem größeren, und der hier ist echt, echt groß. Dementsprechend wird das Video sehr lange dauern. Ich werde jetzt aber mal anfangen zusammenfassen, was die einzelnen Punkte sind, so gut es eben geht. Also fangen wir schnell an. Serverübertragung. Sind momentan ja schon eine ganze Weile aktiv, aber es wird wohl einen zweiten Schwung an Serverübertragung geben. Es gibt allerdings immer noch ein kleines Problem, dass nicht jeder transen kann, und erst wenn das behoben wird, kommt der zweite Schwung an möglichen Serverübertragungen raus. Das heißt, man könnte dann nochmal wegtransen. Also auch die Leute, die jetzt schon getranst sind, damit alle zusammen transen können, weil das wäre halt doof, wenn man jetzt sagen würde: Okay, wir suchen uns einen neuen Server, und die Leute, die extra für uns getranst sind, können nicht hinterher. Das wäre dadurch dann behoben. Das ist vor dem Jahresende geplant und wird dann so einen zweiten weiteren Token geben. Regionstransfers sind immer noch in Entwicklung, dass man halt auch von, keine Ahnung, Europa nach Ostamerika gehen könnte, wenn man wollte. Serverzusammenführung. Das war in den letzten Tagen ein sehr heißes Thema, und es ist so gekommen, oder es wird so kommen, wie ich mir das gedacht habe. Es wird einen großen Server geben, der behält seine Gebiete, und der kleine Server verliert seine Gebiete. Was objektiv gesehen auch das, ne, Fairste ist, wenn man in dem Hinsicht von Fairness sprechen kann. Weil wenn es ein Server ist mit 1000 Aktiven am Abend, so wie unsere, und jemand mit 260 Aktiven am Abend da rauf tranzt, dann wäre es ein bisschen unfair, wenn die 260er ihr Gebiet behalten würden. Weil es halt 260 Aktive sind, die sich aufregen, im Gegensatz zu 1000, die sich aufregen würden. Gut. Wir konnten mehrfach jetzt schon den Krieg nicht erklären. Das sorgte für sehr viel Unmut, weil wir halt uns gegenseitig angefaucht haben. Warum jetzt nicht erklärt wurde, war es ein Geldproblem, haben die keinen Bock zu leiten oder was auch immer. Nein, es war ein Bug. Also zumindest in einigen Fällen. Dieser Bug soll behoben werden. Glück funktioniert genauso, wie ich es immer erklärt habe. Also, dass man bei den Harvesting-Berufen einen gewissen Schwellwert erreichen muss, und ohne diesen Schwellwert kann man bestimmte Sachen nicht finden, wie zum Beispiel Void Ore. Das heißt, man braucht gutes Glücksgear, also Abbauglück, um das überhaupt finden zu können. Und je höher das Abbauglück dann ist, desto besser ist die Chance da drin. Bei dem regulären Loot-Glück für Kisten und Gegner ist es halt nicht so. Da kann man theoretisch immer alles bekommen, aber je höher das Glück, desto weiter nach rechts wird man auf der Skala verschoben, und desto eher findet man auch die Sachen mit mehr Perks drauf und dergleichen. Erzähle ich alles später nochmal genau im Detail, weil gerade bei sowas ist es sehr wichtig, aber das nur so als kleine Zusammenfassung. Anreize für Spieler weniger dominanten Fraktionen beizutreten. Reduzieren Sie jetzt auf 60 Tage statt 120 Tage den Wechsel, und man kann halt nur einer Fraktion beitreten, die nicht gerade in Führung ist. Wobei das halt eine zahlenmäßige Führung ist. Bei uns auf dem Server hat Grün, keine Ahnung, doppelt so viele Leute wie Gelb gefühlt. Aber Gelb hat wesentlich besser ausgerüstete Leute. Deswegen kann man jetzt nur zu Gelb oder zu uns transen? Ja, gut. Exploits sind doof, werden geahndet und werden hier auch genau beschrieben, wann was ein Exploit ist. Einfach alle melden. Leute, die Gegner töten, die sich nicht wehren können, Leute, die Spawns triggern, alles melden, kicken, dafür sorgen, dass sie zu irgendwelchen anderen Spielen gehen, wo sie sich gegenseitig exploiten können. Quests. Es wird mehr Quests geben, Quests werden gefixt. Und es wird versprochen, dass es nicht mehr solche Sachen gibt wie bei dem Lebensquellenmenschen. Er wird nicht explizit erwähnt, aber es hört sich sehr danach an, dass genau solche Sachen, wo man halt Gebiete nur betreten kann, wenn man genau diese Quest hat, und auch nur dann, man kann also nicht helfen kommen, dass sowas rauskommen soll. Und indirekt sagen sie auch, dass die Quests, die sie haben, ein bisschen langweilig sind. Deswegen wurde im anderen Dev-Blog auch schon eingefügt, dass sie halt Jumping-Puzzle einbauen wollen und wählen halt die Gegner und sowas alles. Handelsfertigkeitsquest, das finde ich sehr schön. Das erinnert mich ein bisschen an EverQuest. Genauso wie der nächste Punkt. Dass, wenn man einen Handelsberuf ausführt, dass man dann zu diesem Handelsberuf auch Quests bekommt. Das gibt es beim Fischen jetzt schon, aber den ganzen anderen Sachen halt nicht. Das heißt, es wird dann sowas geben wie eine Holzfäller-Questreihe, wo du eine tolle Holzfäller-Axt am Ende bekommst oder was ähnliches. Wobei eine tolle Holzfäller-Axt wieder die Ingenieure stören könnte, weil die ja normalerweise die herstellen. Da muss man dann gucken, was es genau am Ende für Belohnung gibt, aber ja, klingt halt interessant. Es soll auch neue epischere Waffen geben für jeden Waffentyp. Hoffe ich ebenfalls, dass es anschließt an die bisherige Waffenquest. Das heißt, man muss erst die jetzige 580er machen und danach kommt die.
Das könnte auch erklären, warum ich schon 620er Gearscore Gear gesehen habe in der Datenbank. Und das ist auch anderen Leuten schon aufgefallen. Da hat man sich halt gewundert, wie man an sowas rankommen soll und wie das Balancing umschmeißt und und. Aber wenn es halt eine Questbelohnung ist, dann würde es halbwegs Sinn machen. Wobei dann die Crafting-Berufe noch unwichtiger werden. Also gerade Waffenschmied und so. Ja, gucken wir mal. Neue Expeditionen sind schon seit Monaten geleakt. Es gibt 6 weitere Expeditionen. Demnächst. Es soll auch neue Charakteranpassungen geben. Hier sind sie sehr putzig in der Formulierung. Da freue ich mich drauf, das nachher ordentlich vorlesen zu können. Dass halt auch männliche Charaktere weibliche Sachen anziehen können. Und andersrum, aber auch, dass man seinen Charakter weiter anpassen kann. Also ich denke, dadurch sind da neue Frisuren gemeint und sowas alles in der Richtung. Und sie sagen auch, dass es halt etwas exzentrischere Outfits geben könnte. Ich bin sehr gespannt. Also es wird ein Outfit geben, wo ein Typ dran gesessen hat und der hat sich richtig ausgetobt und alles völlig freaky gemacht, was eigentlich nicht in Fantasy-Setting passt. Und das releasen sie wohl irgendwann demnächst. Und um dem Geschrei schon mal ein wenig vorzugreifen, sagen sie halt hier, dass es auch Outfits geben kann, die nicht so ins Setting passen. Ich hoffe aber, sie halten sich einigermaßen zurück. Also ich will kein Weihnachtsmann-Outfit sehen und keine richtig freakigen Sachen. Die sollen bitte bei Fortnite und anderen Spielen in der mentalen... Egal, ich sollte nicht zu sehr Leute... Ja. Für sowas zurechtstutzen, aber ich mag es halt echt nicht, wenn in Fantasy-Spielen es zu abgefahren wird. Und wir haben jetzt schon recht viele Leute auf dem Server, die nur rumschreien, Leute auslachen und sich richtig arschig verhalten. Und irgendwie korreliert das immer mit solchen Sachen. Also lustigen Sachen in Anführungszeichen. Und das artet dann daraus aus, dass Leute dann einfach das Spiel nicht mehr weiterspielen, weil sie mit so vielen solchen Leuten nichts zu tun haben wollen. Deswegen wäre es schön, wenn solche Leute eher zu anderen Spielen gehen. Aber gut, meine persönliche Meinung ist egal. Minikarte ist erlaubt. Punkt. Also sie listen es hier nochmal auf, aber die Minimap ist erlaubt. Sie haben halt selber da ein bisschen Bedenken. Aber der Overwolf-Client, so wie er ist, auch mit den Nodes, ist völlig okay. Sie machen Overwolf nur ein paar Auflagen, dass sie in Zukunft manche Sachen nicht einfügen sollen. So, hätten wir es geklärt. Unternehmensbedenken. Es wird bald ein Firmenledger geben. Kein Firmenlager, leider, aber ein Ledger. Ein Ledger ist quasi das Haushaltsbuch. Das heißt, man sieht, wer Sachen einzahlt und abhebt. Was ich sehr, sehr begrüße. Also gerade auch für andere Kompanien, wo denn der Chef sich an der Kasse begreift und ähnliches. Bei mir sehe ich andersrum. Ich bin jetzt bei 85.000, die ich eingezahlt habe von meinem Gold. Aber ja, so werden halt auch die Leute belohnt, die regelmäßig einzahlen, von denen ich ja auch weiß, dass es da einige gibt. Vor allem auch gerade Leute, die wenig Geld haben und trotzdem viel geben. Was natürlich umso unfairer ist, weil ne, eigentlich sollten eher die Leute, die mehr haben, mehr geben, so wie ich. Ich habe ja auch viel Gold, das bestreite ich auch gar nicht. Aber trotzdem ist es halt schmerzhaft, wenn ich die Hälfte von meinem Gold regelmäßig abgeben muss, um uns über Wasser zu halten. Reaktionsfähigkeit im Kampf wurde bereits im letzten Dev-Blog angesprochen. Ist weiterhin ein großes Thema, also in der Menschenkanzlung ähnliches. Waffenbalance kommt im Content-Patch. Da drehen sie sehr viel dran rum, dass alle Waffen sich ein wenig fairer anfühlen. Genauso bei den Rüstungen. Der öffentliche Tester wird noch erwähnt. Dass man da die schönen Sachen, die jetzt alle im nächsten Content-Patch kommen, austesten kann. Das hatte ich ja auch schon im einen Stream. Void Gauntlet ist vorgeschlagen und seine Perks. Das muss auch später nicht vorgelesen werden, das hatten wir alles schon. Das wird hier nur nochmal zusammengefasst. Und ich weiß eine Person, die sich sehr stark darüber freuen wird. Der Punkt hier, die Gegenstände, die bisher nicht gedroppt sind, um legendäre Waffen herzustellen, droppen dann demnächst häufiger. Also sowas wie eine gewisse Bogensehne für legendäre Sachen, der Feuerkern, der Eiskern, der Heilige Kern und solche Sachen. Da gibt es jetzt schon legendäre Bruchstücke, aber es fehlt halt ein Teil, um diesen Gegenstand herzustellen und die sollen jetzt droppen. Gut, das war jetzt die kurze Version. Ich mache jetzt nochmal ein Video, ich glaube, das ist passender, nochmal ein Video, wo ich das alles vorlese, aber das wird locker eine Stunde oder so dauern. Muss ihr da schon vorgewarnt sein. Also, wenn ihr darauf Bock habt, guckt unten in den Link und wir sehen uns dann da wieder. Ansonsten, bye bye.